Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Late Night Max Show. Die Show mit hochkarätigen Gästen und mittelmäßigen Moderatoren. Die Show mit hochkarätigen Gästen und mit super Schwätzer. Bitte begrüßen Sie Ihren Gastgeber Maximilian Mann. Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Late Night Max Show. Mein Name ist Maximilian Mann und ich begrüße Sie auf das Allerherzlichste heute zum Internationalen Tag des Sudoku. 8 Wochen mussten wir aufeinander warten. 8 Wochen hat unsere Sommerpause gedauert und auch wenn wir sie zwischenzeitlich mit einem kleinen Sommerspecial verwöhnen durften, freuen wir uns unglaublich, endlich wieder für Sie da zu sein. 8 Wochen sind vergangen, das heißt, ich habe mich auf diesen Eröffnungsmonolog ganz besonders gefreut, denn in 8 Wochen passiert so viel und es gibt so viel Material, das ich mit Ihnen besprechen wollte, und dann nichts. Denn, also, natürlich sind Dinge passiert, aber so wirklich vorangegangen ist ja eigentlich nichts. Also besonders bei uns in der Kultur- und Kunstbranche steht immer noch ganz, ganz vieles still. Und deswegen habe ich mich in der vergangenen Woche mal auf eine Demonstration begeben. Auf die Demonstration Alarmstufe Rot zugunsten der Veranstaltungsbranche. Und dort trat ein Politiker der CDU auf und wie das mit Politikern so ist, hat er eine fantastische Rede gehalten, auch im Sinne der Veranstaltungsbranche, und hat uns dort ein paar Tipps gegeben. Und wie das, wie gesagt, so ist, klingt das ja immer alles ganz fantastisch und unglaublich brauchbar. Und wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, ist es das eigentlich nicht mehr. Deswegen habe ich mir mal die Freiheit genommen, die 3 großen Tipps dieses Herrn an Sie weiterzutragen. Der erste Tipp war: Selbstverständlich gibt es Hilfe für die Veranstaltungsbranche, für Unternehmen und für Selbstständige. Man muss sie nur beantragen. Ja, großartig. Also ich meine, wenn wir das gewusst hätten, dann ginge es uns natürlich viel, viel besser. Der zweite Tipp war: wenn die Veranstaltungsbranche eine größere Lobby hätte, dann wäre es viel einfacher für die Politik mit uns zu kommunizieren. Auch das ergibt auf den ersten Blick komplett Sinn. Wenn man aber nur eine Sekunde darüber nachdenkt, heißt das eigentlich, wenn sich nicht genug von euch beschweren, machen wir halt, was wir wollen. Und der dritte Punkt, der ist tatsächlich relativ direkt gewesen. Er zeigte auf einen ehemaligen Kollegen von sich, der mittlerweile in der Veranstaltungsbranche arbeitet, und sagte: Du hast doch früher Autoverkäufer gelernt, das könntest du doch auch einfach wieder machen. Ja, meine Damen und Herren, und mit solchen Politikern soll uns geholfen werden. Es wurde natürlich in keiner Sekunde über die überfüllten Flugzeuge oder Züge oder Flughäfen oder die geplanten 8000 Zuschauer in einem Stadion, in einem Fußballstadion in Leipzig gesprochen. Aber das lässt sich natürlich auch ganz logisch erklären. Also nur ganz kurz für die Statistik: im Jahr 2018 haben ungefähr 21,4 Millionen Menschen ein Fußballspiel besucht und 34 Millionen Menschen waren im Theater und bei einem Sinfoniekonzert. Also nur Theater und Sinfoniekonzert, da sind andere Popmusikkonzerte zum Beispiel noch gar nicht eingeschlossen. 34 Millionen Menschen. Man hat natürlich jetzt eine absolute Angst davor, dass all diese Menschen einem jetzt die Tür einrennen, wenn man die kleinste Theatergelegenheit wieder öffnet. Und natürlich völlig zu Recht, denn wir alle wissen ja, dass Fußballfans im Gegensatz zu Theaterbesuchern die absoluten feinen Manieren haben und es dort niemals zu Zwischenfällen kommt. Ich bin ganz sicher, das wird ganz, ganz toll funktionieren. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle: natürlich sammeln wir immer noch für einen ganz besonders guten Zweck, und zwar heute wieder für das Kinderhospiz Stuttgart. Das Kinderhospiz Stuttgart, wie Sie es ja von uns kennen, ist eine ganz fantastische Einrichtung hier in Stuttgart, die wir unglaublich gerne und von ganzem Herzen unterstützen. Und deswegen möchten wir Sie ganz herzlich bitten zu spenden. Sie sehen wie immer hier unten eingeblendet die Kontonummer und dort unseren QR-Code. Jeder Cent ist herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank dafür. Meine Damen und Herren, es gibt auch ganz tolle
Neuigkeiten. In Auckland zum Beispiel, im Zoo von Auckland, ist ein Nashornbaby geboren. Putzig, oder? Großartig. Wir kommen zu einem absoluten Stargast. Ich bin unglaublich froh, dass sie da ist. Sie war und ist wieder GZSZ-Darstellerin. Sie ist Sängerin. Sie hat 2 Echos gewonnen. Sie ist eine unglaublich sympathische Person. Und ich möchte Sie bitten, begrüßen Sie mit einem riesigen Applaus Senta Sofia Delli Ponti. Hallo Senta, ich grüße dich. Hallo, ich grüße dich auch. Wunderschön, wie schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Es geht mir gut, vielen Dank. Sehr schön. Dankeschön. Wie geht es dir? Danke, auch sehr gut. Wo bist du gerade? Ich bin zu Hause. Wo ist denn zu Hause für dich? Darf man das sagen? Potsdam. Ich wohne in Potsdam mit meiner Familie, genau. Und meine Tochter schläft im Nebenraum. Aber deshalb habe ich ja auch Kopfhörer. Ach so, das heißt, ich darf schreien, nur du nicht. Und ich hoffe, du hörst mich. So. Ich höre dich ganz fantastisch. Vielen Dank. Okay, gut. Ja. Senta, wie immer haben wir natürlich auch dich gebeten, dein Lieblingsoutfit anzuziehen. Erzähl uns kurz was darüber. Wunderschön. Ich habe dieses Outfit in Kopenhagen gekauft. Meine Freundin hatte einen Junggesellenabschied und dann sind wir alle nach Kopenhagen gereist und ich habe irgendwie zu dicke Klamotten mitgenommen, besser gesagt. Und es war so warm dort gewesen und dann sind wir da irgendwie so lump gestrommert und sind auf der Suche nach was zu essen gewesen und ich so, oh, ich schwitze, Mädels, ich schwitze. Ja gut, da war so eine kleine Boutique und dann bin ich da rein und dann habe ich dieses Kleid entdeckt. Ich hoffe, du kannst es sehen. Wunderschön ist das. Und ich fand das ganz toll. Absolut. Und, ich liebe das jetzt gerade den ganzen Sommer immer wieder mal zu tragen. Absolut. Wir freuen uns sehr, dass du es heute für uns angezogen hast. Vielen Dank dafür. Senta, du warst von 2010 bis 2013 als Tanja Seeberger bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und feierst gerade dein großes Comeback. Wie kam es dazu? Also Anfang des Jahres haben die Produktion mich angerufen und ich hatte gerade irgendwie mit dem ganzen Thema war ich beschäftigt, Wertschätzung und die nicht im Außen zu suchen, sondern bei mir im Innen und auch klare Grenzen zu setzen, was meinem Selbstwert irgendwie zu meinem Selbstwert gehört. Und die riefen an in dem Moment und fragten, es wird eine Geschichte passieren und würden sich freuen, wenn die Rolle wieder zurückkommt. Und in dem Moment sagte ich, unter den Bedingungen, und sie sagten ja. Und ich war so, wow, das geht, das ist wunderbar, super. Und dann habe ich mich richtig drauf gefreut und ich habe mit einem Coach lange gearbeitet davor, um ganz klar, ich meine 7 Jahre, 8 Jahre war das her, dass ich das letzte Mal diese Rolle gespielt habe dort. Und habe ganz viel an ihr gearbeitet. Wo war sie in der Zeit? Wer ist sie jetzt? Was ist ihre Haltung? Und was ist das Ziel für mich als Schauspielerin und als Rolle wieder dort reinzukommen? Und das war ganz, ganz spannend. Also am Anfang war ich total viel in meinem Kopf. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt spiele ich einfach intuitiv. Hör auf, mich zu bewerten und habe einfach Spaß. Wunderbar. Wie begründet man denn, dass eine Rolle so lange nicht Teil der Serie war? Immer wieder ist sie ja Teil der Serie. Also die Familie Seefeld, die ist ja seit Jahren bei GZSZ und in dieser Welt. Und die haben immer wieder von Tanja erzählt. Und Tanja ist in Australien und hat so Musik gefunden und lebt sich mit ihrer Band aus musikalisch und ist eigentlich so diesem Pfad ihres Vaters Kurt, der ja auch Rockstar ist, gefolgt. Und so richtig klar wurde es erst, als ich mich dann wieder damit beschäftigt habe. Verstehe. Großartig. Aber als du damals ausgestiegen bist, hast du eine unglaublich große Karriere als Solokünstlerin auch gemacht. Du bist mittlerweile fast besser bekannt als Una. Wie läuft das gerade? Bei mir ist gerade unglaublich viel im Umbruch, muss ich sagen. Ich habe auch die Corona-Zeit total viel genutzt, um wirklich mal nach innen zu gehen und mich mal mit so alten Glaubenssätzen auseinanderzusetzen und habe auch
ganz viel Demut in dieser Zeit verspürt, weil es sind 7 Jahre, mit denen ich mit meinem Musikprojekt unterwegs bin und da sind so viele Songs entstanden, die mich begleitet haben auf meinem Weg. Und in diesem ganzen Prozess habe ich einfach wieder gespürt, boah, da kommen neue Visionen hoch, da kommen neue Ziele hoch. Ich will die Erkenntnisse, die ich habe, manifestieren und ich will mich noch mehr der Bewusstseinserweiterung widmen und habe darüber hinaus ein Best-of rausgebracht Anfang des Monats, um einfach über diesem Wege Danke zu sagen für die Menschen, die meine Musik hören und damit was verbinden, weil das ist für mich natürlich als Künstlerin ein Geschenk, ganz toll. Und bin gerade so viel damit beschäftigt, ich habe mich mit Nachhaltigkeitsarbeit und das auf allen Ebenen zu schaffen. Also ich möchte unbedingt das Tourleben auch grüner gestalten und nicht nur, dass das separat von meinem Leben passiert, weil ich schon sehr nachhaltig lebe, aber dass das dann auch, also ich glaube daran, dass es keine Trennung gibt. Und das will ich auf allen Ebenen irgendwie erfüllen. Und das ist gerade so mein Weg. Großartig. Und wenn du jetzt sagst, dein Tourleben nachhaltiger gestalten, wie könnte sowas aussehen? Wie könnte, also auf jeden Fall haben wir es bis jetzt geschafft, dass der Merch nachhaltig ist, dass wir genau wissen, wo die Produkte herkommen. Und die sind halt dann ein bisschen teurer, aber dann hat man wirklich was Gutes in der Hand. Plastikfrei auf der Bühne, hinter der Bühne. Und dann ist das Thema ja auch so komplex, man kann... Mittlerweile habe ich herausgefunden, es gibt Technik, die man gar nicht mehr, die gar nicht mehr mit Strom laufen, sondern mit Wasserstoff. Also ich bin da gerade mitten im Prozess und ich glaube, ich habe jetzt auch so eine Zusage bekommen für einen Workshop genau dafür und wurde da ausgewählt und werde mich jetzt ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigen und freue mich richtig doll drauf, irgendwie dadurch auch hoffentlich ein Zeichen zu setzen, damit Veränderung passiert. Und das spiegelt auch immer wieder zu meiner Musik. Ich meine, in meinen Songs geht es um essentielle Themen, die mich beschäftigen und wieder Zugang zur Natur zu befinden, diese auch wertzuschätzen. Und ja, ich sehe das irgendwie wie so eine Mission. Herrlich. Du hast gerade deine eigenen Songs schon angesprochen. Du schreibst nicht nur Titel auf Deutsch, sondern auch noch in einer Fantasiesprache, die eigentlich ja durch... Tolkien und durch den Herrn der Ringe bekannt geworden ist. Wie kam es dazu? Beziehungsweise, wer hatte die Idee dazu? Und wie macht man das überhaupt? Ja, das war eigentlich, das war das erste Album, wo ich diese Fantasiesprache genutzt habe. Dann hat es sich weiterentwickelt, dass ich verschiedene Sprachen auf der Erde und Kulturen mit eingeflossen habe, dadurch, dass ich Brücken gebaut habe und dort vor Ort mit Künstlern geschrieben habe. Aber zu der Idee zum Elbischen war eigentlich so, dass wir keinen Text hatten im Studio und in diesem ganzen Prozess gar nicht wirklich wussten, wo die Reise hingeht und einfach ausprobiert haben und ich einfach gesagt habe, lass doch irgendwas singen. Das Erste, was ein Mensch hört, ist die Musik, ist der Klang und danach kommt der Text. Also lass uns doch einfach auf emotionaler Ebene berühren. Und dann sagte mein Produzent, was ist denn mit Elbisch? Und dann war ich, okay, das hören wir uns mal an. Ja, das kenne ich, bin großer Fantasy-Fan und so, die ganzen Filme gesehen und Bücher gelesen. Und habe es mir angehört und es klang wie Latein, nee, Italienisch, nee, Spanisch. Geil, will ich. Und so haben wir dann jemanden gehabt, den Severin, und der hat uns dann, man kann nicht alles wortwörtlich übersetzen, weil es nur 4000 Wörter gibt, aber sinngemäß haben wir dann Sachen auf Deutsch geschrieben und dann übersetzt ins Elbische. Genau. Und dann ging es weiter und dann habe ich auf Swahili gesungen, das ist mein letztes Album, und auf Quechua und auf Spanisch, auf Englisch, auf viele, viele Sprachen. Ja, Spanisch habe ich schon gesagt, ja. Klingt unglaublich aufregend, ganz, ganz toll. Und sprichst du denn diese Elbensprache mittlerweile fließend? Also diese 4000 Wörter, kannst du die alle? Nee, also ich bin keine Dolmetscherin der Elben. Ich verstehe. Das bin ich nicht. Okay, gut. Also wenn ich mal mit einem Elben spreche, rufe ich dich nicht an, sondern den Severin dann. Genau, ich kann dir die Aussprache dann erklären, wie es geschrieben ist, wie man es ausspricht. Fantastisch. Und gern mit dir üben. Großartig, das machen wir auf jeden Fall. Das ist auch eine schöne Idee für eine Challenge unseres Produzenten, aber da reden wir mal separat drüber. Herzlichen Dank. Ganz kurz, dein Album kam Anfang August jetzt raus. Wie heißt es? Es ist ein Best-of-Album. Also es heißt tatsächlich Best-of.
Genau, ich habe ausgewählte Songs von all meinen Alben neu arrangiert, wie ich sie jetzt fühle und welche Klänge ich ihr jetzt gebe. Und habe auch noch drei neue Songs drauf, habe ein Duett mit Helene Fischer da drauf, habe aber auch mit einem Künstler aus Frankreich zusammengearbeitet, Singuila. Und es ist eine kunterbunte Mischung, es sind 20 Songs. Wow! Yay! Also, meine Damen und Herren, wenn Sie mal eine CD kaufen wollen, die sich richtig lohnt, dann greifen Sie zum Best-of-Album von Una. Liebe Sandra, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Du bist auf einem ganz tollen, großartigen, spannenden Weg. Ja, genieß das. Und ich hoffe, wenn das Ganze ein bisschen einfacher wird hier, dann sehen wir uns mal live. Ja, vielen Dank für die Plattform. Schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss. Wünsche ich dir auch. Dankeschön, dass du da warst. Mach's gut. Ciao. Ja, meine Damen und Herren, 8 Wochen haben Sie auf diesen Moment gewartet. Es ist wieder soweit. Wir kommen zur beliebtesten Kategorie in der Late-Night-Max-Show und zum zweitschönsten Mann in Unterensingen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem riesigen Applaus Peter Stassen und bla 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 mit dem Belgier. Einen wunderschönen guten Abend, Peter. Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Wie geht es dir? Hervorragend geht es mir. Dankeschön. Wie geht es dir? Du siehst sehr erholt aus. Dankeschön. Ich war ja auch 4 Wochen in Urlaub. Ich habe es mir mal gegönnt und war 3 Wochen in Österreich bei meiner Schwiegerfamilie und war noch ein paar Tage in Italien unterwegs. Habe so wirklich mal abschalten können, habe mein Handy mal ausgemacht, was sehr erfrischend war, was ich normalerweise nie mache. Und ja, habe auch mal nicht gearbeitet und das war neu und deswegen war das sehr schön. Jetzt schon seit ein paar Wochen ist es wieder Halligalli, aber die 4 Wochen waren sehr erholsam. Das klingt ganz fantastisch. Fantastisch. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit Belgisch gelernt. Das ist meine kleine Überraschung für dich. Danke. Peter, du hast hoffentlich wieder ein paar Sprüche für uns. Habe ich tatsächlich. Ich habe ein paar Sachen gefunden, die ich sehr, sehr lustig fand. Ich fange mal sofort an. Hat dir schon mal jemand gesagt, wie schön du singst? Nein? Hätte mich auch gewundert. Den fand ich sehr, sehr gut. Dann, ich versuche ja wirklich Proteinshakes zu machen, aber irgendwie wird immer ein Gin Tonic raus. Auch der war sehr, sehr gut. Und jetzt so kurz vor Weihnachten macht das Abnehmen auch keinen Sinn mehr. Also drei, kurz, knackig, lustig, wunderbar, gut. Aber ja, schreibst du die jetzt neuerdings alle selbst? Weil, also ich meine, so persönlich waren die ja noch nie. Wegen dieses schöne Singen und so. Ja, danke, ja. Danke, du bist ein Engel. Nee, ich, diese sind tatsächlich von Visual Statements. Also ich würde euch wirklich raten, wenn ihr diese Sprüche mögt, folgt diese Seite, weil die haben echt fantastische Sachen mit dabei und man kann auch richtig coole Sachen auf diese Seite kaufen. Also ich weiß, es ist Werbung, aber das ist echt richtig, richtig cool. Großartig, das klingt nach viel Spaß. Apropos kaufen. Du hattest ja die wunderbare Aufgabe, einen Merchandise-Artikel für die Late-Night-Max-Show zu finden. Ich bin sehr gespannt, was daraus geworden ist. Ich auch. Schau's doch an. Hallo ihr Lieben. Also, ich muss normalerweise ein Merchandising-Produkt machen und ich könnte natürlich jetzt ein Poster machen oder eine Postkarte oder sogar Sticker, Kleber, Aufkleber. Aber das haben wir alle schon von der Late-Night-Max-Show. Deswegen seht ihr hier was ganz Inventives, weil wir werden heute eine Late-Night-Max-Gin machen. Wenn man einen Gin macht, braucht man natürlich wahnsinnig viele Ingrediente. Vor allem, wenn man einen ganz speziellen Gin machen möchte. Und das möchte ich gerne für dich machen, Max, weil ich bin halt ein Netter. Das bin ich halt. Ein Netter. Deswegen haben wir gedacht, man hört sich nicht mehr. Der ist alles geheim. Und wenn du das der beste Gin der Welt, dann macht man so ein bisschen hier das Aroma. Weil, wie Gin macht es sicher auch so ein Ding, weil wir wollen es sehr mediterran haben. Mediterran. Nochmals. Ich werde nur Teils Sachen verraten, damit ihr das nicht alle nachmachen könnt, weil dann bin ich nicht der Einzige, der beste Gin der Welt macht.
wollte nur mal kurz zeigen, wie toll das aussieht. Also, Max, wenn du sowas machen möchtest, musst du erst dafür sorgen, dass es hübsch ausschaut. Aufpassen, dass ich das nicht fallen lasse. Wir haben das hier schon im Voraus, das ist Alkohol mit Wacholderbeeren, haben schon eine Nacht ziehen lassen. Das ist ganz wichtig, dass man das im Voraus macht, damit der Geschmack von Gin sehr gut durchkommt und dann alle Ingrediente mit reingibt. Ist jetzt alles in diesem Kessel drin. Wacholderbeeren, alle Ingredienten, die ja geheim sind, Alkohol drin, Wasser drin. Was passiert ist, wenn Alkohol ungefähr 80 Grad hat, geht es sozusagen nach unten und dann geht es durch dieses, was auch immer das ist, geht hier durch diese Spirale nach unten und kondensiert unten und kommt dann da raus und dann haben wir den ersten Late Night Max Gin. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich kontrolliere, dass es tatsächlich bei 80 Grad bleibt, damit der Geschmack auch gut bleibt. Erste Tropfen Late Night Max Gin. Das ist schon der fertig gemischte. Ich werde jetzt mal kurz kosten, wie das Geschmack oder wie der Geschmack ist. Moment. Boah. Flasche, ist es der Wahnsinn, ist es perfekt. So, dann müssen wir das noch drauf. Zu, damit kein Alkohol verfliegen kann. Und für the perfect touch, meine Damen und Herren, ein Label von Late Night Max Show auf den Gin drauf. Jetzt sagst du aber nichts mehr, mein Lieber. Ich habe diese Dings doch mal sehr bestanden. Eine Aufgabe. Sehr gut. Max, Prost! Ja, großartig! Ich würde sagen, der Verkostung steht nichts mehr im Wege. Oder? Und ich glaube, ich habe bestanden dieses Mal. Also, Auf jeden Fall. Also noch nie so gut wie dieses Mal, möchte ich behaupten. Danke, danke. Es war aufwendig, weil man sitzt und wartet und wartet und wartet. Aber was dabei rausgekommen ist, der Geschmack war echt, echt gut. Sehr, sehr gut. Ich bin, ich bin ganz gespannt, da mehr von zu hören und zu schmecken. Peter, bevor wir zu deiner... Ich bringe gerne vorbei. Großartig, das machen wir. Bevor wir zu deiner nächsten Aufgabe kommen, du hast eine kleine Auszeit gehabt, bist aber jetzt wieder voll in der Arbeit drin. Mhm. Ja, bin ich und auch mit dir, mein Lieber. Also ich möchte gerne ein paar Sachen veröffentlichen, beziehungsweise das ist schon länger bekannt, aber du, ich habe schon mal ein bisschen gezählt, du bist ja in verschiedene Konzerte mit uns mit dabei und es ist wichtig mal wieder zu sagen, sicher an diese Corona-Zeit, dass die Konzerte auch alle stattfinden. Das heißt, die Leute brauchen keine Angst haben, wir haben jetzt verschiedene Konzerte veranstaltet und das läuft alles sehr Corona-gerecht ab, was natürlich fantastisch ist, dass das irgendwie so geht. Das heißt, die Leute kommen rein, kriegen ihre Hände desinfiziert, müssen ihre Maske aufhalten, bis sie sitzen. Wenn sie sitzen, dürfen sie die Maske abnehmen. Wenn sie wieder aufstehen, um auf die Toilette zu gehen oder was zum Trinken zu holen, dann müssen sie die Maske wieder aufsetzen. Und es gibt immer dieser Abstand natürlich zwischen alle Stühle. Es gibt Konzerte, meine Damen und Herren, mit Maximilian Mann. Und jetzt gehe ich mal kurz und schaue auf meinen Zettel. Am 19.09. wird dieser haarlose Mensch in Haar zu sehen sein in München. Am 26.09. in Füssen zusammen mit Udo Göbers. Am 30.10. ist er auch schon wieder in Füssen. Am 14.12. ist er in Stuttgart zu sehen in ein Weihnachtskonzert. Also ich kann nur sagen, wenn Sie mehr Informationen haben wollen zu diesem Konzert und zu Maximilian Mann und seiner fantastischen Stimme, dann geht doch bitte auf www.artgerecht-agentur.com und schau bitte, welches Konzert am nächsten ist und was euch interessieren würde und wo ihr unbedingt mal hingehen wollt, weil es gibt nicht viele Tickets mehr, aber ein paar gibt es noch. Und Max würde sich freuen natürlich, wenn so viele wie möglich Leute mit dabei sind und ich natürlich auch.
Absolut. Ich gehe auch nochmal auf die Webseite und schreibe mir die Termine mal auf. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Finde ich auch eine gute Idee, bevor ich dich aus deinem Bett klingeln muss und du sagst, wie, das ist heute. Ne? Ja, schöner Witz übrigens mit Haar und Haarlos. Das war witzig. War gut, gell? Ja, fand ich auch. Man merkt, dass du im Urlaub warst. Toll. Peter, wir haben eine neue Aufgabe für dich. Und zwar haben wir lange überlegt, was wir dieses Mal mit dir machen lassen. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben eine weltbekannte Choreografin engagiert, die den Late Night Max Show Clubtanz entwerfen wird. Und sie wird ihn dir beibringen, damit du ihn mindestens einer weiteren Person beibringst. Okay, ja, kriegen wir hin. Großartig. Die Choreografin kennt dich, sie hat gesagt, sie weiß, worauf sie sich einlässt und sie freut sich sehr auf dich. Okay, also nochmal zu wiederholen, damit ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ich muss eine Choreografie lernen. Muss diese Choreografie auch irgendwie auf dieses TikTok oder so erscheinen oder nicht? Oder? Das ist, da habe ich bisher noch nicht drüber nachgedacht, aber das ist eine super Idee. Großartig. Warum die Choreografie. Ich auch, warum sage ich auch? Tolle Idee. Die packen wir auf TikTok. Das ist eine ganze, Sie wissen ja, meine Damen und Herren, ich bin ein riesen TikTok-Fan. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das finden ich wir jetzt nicht. Raus. Ja, das macht ich werde, das ist ja toll. Ja, ich werde unsere PR- und Social-Media-Beauftragte schon mal sagen, dass wir da ein Konto brauchen bei TikTok und dann werde ich diese wunderbare Tanz, den ich wahrscheinlich nicht tanzen werden könnte, aber auf TikTok veröffentlichen und dann können die Leute das da schon mal anschauen. Ich freue mich so sehr, wie ich mich noch nie auf eine andere Aufgabe von dir gefreut habe, glaube ich. Herrlich. Sehr fantastisch. Schön. Da freue ich mich sehr drauf. Ja. 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 Peter, ich würde mich bei dir bedanken. Ich will nicht, ja danke, das ist lieb, aber ich will auch nicht länger stören, weil ich weiß, du hast noch einen tollen Gast, der gleich kommt. Und absolut. Wir müssen kurz darüber reden, mein Lieber, weil deine Hände sehen komisch aus. Was ist da los? Ja, ich mache ja seit neuestem eine neue Sportart und meine Hände sehen jetzt momentan leider ein bisschen geschunden aus. Aber das ist überhaupt nicht schlimm und völlig normal, hat man mir gesagt. Und das ist bestimmt auch in ein paar Tagen wieder gut. Ich hoffe, weil es ist schon anders, ne? Kann man so sagen. Es ist anders. Ja, ich dachte, ich versuche mal einen neuen Look. Ja, ist schön, ist gut geworden. Sehr gut. Mein Lieber, ich verlasse dich. Ich wünsche dir noch viel Spaß mit dem nächsten Gast und ich werde mir Mühe geben, diesen Tanz sehr gut zu lernen. Ich freue mich drauf. Peter, vielen Dank, einen schönen Abend und Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Ja, meine Damen und Herren. Wie schön. Ich hatte versucht, es zu verstecken. Nun ist es so. Aber Peter hat völlig recht. Wir kommen jetzt zu einem unglaublich tollen Gast. Er ist eine absolute Ikone aus Hamburg. Und zugegebenerweise sieht er unserem Herrn Produzenten gar nicht so unähnlich. Begrüßen Sie mit einem riesigen Applaus Werner Mommsen. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Mommsen. Namen. Ich werde rot im Rahmen meiner Möglichkeiten. Also solch eine Ankündigung, also da bin ich fast sprachlos. Wahnsinn. Gott sei Dank sind Sie nicht sprachlos, denn wir wollen ja ein bisschen was von Ihnen hören. Wie geht's Ihnen denn? Du, also im Moment ganz gut. Ne? Also, ja, was soll ich sagen, Virus, da habe ich Glück. Ich habe mal immer einen dabei mit Mundschutz, deswegen kann mir nichts passieren. Aber viel Arbeit ist natürlich nicht. Und ja, man muss das Beste draus machen, sagen wir es mal so. Ne? Absolut, absolut. Herr Mommsen, wir haben auch Sie gebeten, heute Ihr Lieblingsoutfit anzuziehen. Möchten Sie ganz kurz etwas darüber erzählen? Ja, ich bin ja Hamburger Jung, ne? Also ganz norddeutsch und habe hier mein Fischerhemd angezogen. Ich dachte, das passt am besten, da fühle ich mich am wohlsten mit, da erkennt man mich sofort. Und dann dachte ich, das ist für internationales Fernsehen, wie wir das ja heute hier haben. Eurovision ist ja, glaube ich, eingeschaltet. Alle dabei. Ja, ja. NSA guckt auch mit. Also wir sind auf jeden Fall international vertreten heute Abend. Nur Lisbeth nicht, das muss ich sagen. Meine Frau lässt sich entschuldigen, die hat so Wasser in den Beinen im Moment. Die ist bei Dr. Neumann im Handel, ein Wassertablett. Das läuft gar nicht. Also es läuft die ganze Zeit, aber es läuft nicht gut. Und deswegen, sonst würde sie auch immer hier sitzen. Aber ist auch ganz gut, dann sabbelt sie nicht dazwischen. Ne? Das verstehe ich. Das ist natürlich völlig in Ordnung so. Vielen, vielen Dank. Herr Mommsen, Sie sind
ehemaliger Malermeister. Den Pinsel schon abgegeben, kann man sagen, ja. Sie haben den Pinsel abgegeben. Und mittlerweile jetzt aber viel online und auch in vielen Theatern unterwegs. Man könnte fast sagen, dass Sie mittlerweile ein Influencer sind. Das, ja, zumindest für die Generation, die nicht so viel Influence haben will, sagen wir mal so. Also für die ältere Generation, die jüngeren, da ist ja schwierig, an die ranzukommen. Da musst du dann ja jeden Tag senden, das schaffe ich dann auch nicht mehr. Aber ich bin natürlich, man muss ja jedes Medium mitmachen. Und es ist ja auch spannend, was man hier in dem Apparat alles machen kann. Ne? Dass wir beide jetzt sitzen, als wären wir bei dir im Wohnzimmer und sind aber ganz weit weg. Das ist ja komisch, ne? Faszinierend, das stimmt. Absolut. Und ganz kurz, wie haben Sie sich denn jetzt in der Krise beschäftigt? Also natürlich, ich habe gestreamt. Wir haben ja gestreamt wie die Weltmeister, das haben wir auch gemacht. Ja. Ich habe aufgeräumt, also Recycling hoch hin und her. Ja. Wir haben neulich schon da eine Party, ich hatte einen Grill mit, da haben wir mit allen, die da jedes Wochenende kommen und da wegschmeißen, haben wir eine große Feier gemacht. Ne? Ich wollte so viel. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber man hatte ja so viel Zeit. Man hat immer gedacht, habe ich endlich mal Zeit? Jetzt hattest du so viel Zeit, jetzt wusste man nicht, was man machen soll. Ne? Also war mir so ein bisschen so. Also wenn Absolut. Ich jetzt überlege, was ist in 4 Monaten passiert, ich weiß es nicht mehr. Also das nicht viel. Das ist wohl wahr. Aber man hat sich dann doch immer so viel vorgenommen. Sie sind ja eigentlich ein sehr, sehr aktiver Typ. Also ich meine, Sie sind schon Marathon gelaufen, Sie haben Triathlon gemacht, Sie sind auch ein begnadeter Tänzer, habe ich mir sagen lassen. Naja, also die Thrombose stürmt mich jucken, wenn ich gute Musik höre. Das sage ich mal ganz ehrlich, ja. Liebe den. Das ist eins Ihrer Programme spielt auch auf die legendäre Disco-Zeit in den 70er Jahren ab. Singen Sie denn auch? Ja, ich singe, also im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ne? Die großen Songs überlasse ich dann der Band. Ich habe eine Band dabei, die singen die ganzen großen Klassiker. Aber auf jeden Fall tanze ich und lasse mein Bein schwingen. Das auf jeden Fall. Den einen oder anderen Joint hatten wir auch. Also bei Janis Joplin, da musst du einfach einen durchziehen, sonst läuft das nicht mehr. Ich verstehe. Na gut, so kommt jeder dann auf seine Kosten. Ist doch ganz fantastisch. Nein, das werden wir verfolgt davon. Also wenn jetzt hier die Drogen fahren, also das ist nur gespielt, Genoss. Also nicht, dass ich da noch in Beruf komme jetzt. Nein. Sehr schön. Herr Mommsen, Sie haben sich dankenswerterweise dazu bereit erklärt, sich unserer schwierigsten Challenge in der Late-Night-Max-Show zu stellen, nämlich unseren Speed-Fragen. Ja. Das heißt, ich werde Ihnen jetzt 10 Fragen stellen, die Sie bitte möglichst schnell und möglichst instinktiv beantworten. Ja, ja. Das heißt, wenn ich Ihnen also als Beispiel eine Frage stellen würde, wie nennen Sie etwas, das rot ist? Mein Herz. Fantastisch. Großartig. Ja, also ich sehe, Sie haben das Spiel verstanden. Ja. Dann würden wir einfach loslegen. Ich hau raus. Meine Damen und Herren, Speedfragen mit Werner Mommsen. Nennen Sie einen Beruf mit G. G, Gärtner. 3 Dinge, die lila sind. Lila, die hier in der Kirche, das Ding, wenn da Pfingsten ist, die Frauenbewegung hat lila und man Schlüpfer. Man sagt ja lila, der letzte Versuch. Absolut. Ihr Lieblingsplatz in Hamburg. Das ist ganz klar der Altonaer Balkon. Großartig. Etwas, das gut schmeckt. Ja, Lamskaus. Ihr Lieblingstanz. Lams, 2 links und rechts fallen lassen. Nein, ich sag einfach mal Latin. Ich bin ja so ein Latin Lover, ne? Also Latinos, alles was mit Latinos zu tun hat. Ich wollte es schon sagen. Wenn Sie eine Berühmtheit treffen könnten, wer wäre das? Ja, Helmut Schmidt ist also leider schon tot. Da läuft das nicht mehr. Ich würde gerne Ditsche treffen. Und zwar würde ich gerne mit ihm meine Wurst bei ihm im Imbiss verkosten. Das wäre eine großartige Kombination. 3 Dinge, die peinlich sind. Peinlich sind? Manchmal meine Frau, ich sag's mal ganz ehrlich. Manchmal ich und manchmal wir beide zusammen, ne? Fantastisch. Ihr Lieblingswort auf Plattdeutsch? Schütteldruck. Nee, Feudel. Feudel finde ich noch schöner. Feudel. Ein Tier mit F. Was? Ein Tier mit F. Nachtfalter. Okay. Also ich wollte es ein bisschen komplizierter machen. Damit fand ich gut, war sehr intelligent. Ich war kurz überfordert. Vervollständigen Sie folgenden Satz. Alkohol ist für mich... nicht nötig. Großartig. Meine Damen und Herren, Speedfragen mit Werner Mommsen. Sensationell. Herr Mommsen, als...
als Botschafter der plattdeutschen Sprache, der Sie ja nun sind, was war Ihr Lieblingswort? Sagen Sie es nochmal. Feudel und Schöttelung. Also Schöttelung, das ist so ein Tuch, wo man aufwischt und der Feudel ist für den Boden. Das mache ich sehr gerne, die Worte. Ach ja, das verstehe ich. Aber Döspaddel ist auch schön, wenn du so ein bestimmtes... Döspaddel, ja, das kenne ich zum Beispiel. Also meine Großeltern haben noch Plattdeutsch gesprochen, aber das hat sich nicht mehr vererbt. Das ist schade. Schade. Absolut. Also muss ran. Komm mal vorbei, ich bringe dir ein paar Worte bei. Das machen wir sehr, sehr gerne. Herr Mommsen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Also wir sagen dir mal schön Norddeutsch, Hummel, Hummel, und du weißt, was du zu sagen hast? Moos, Moos. Ich so mit so gemacht, geh doch mit Plattdeutsch. Also, hau rein. Großartig. Dankeschön. Schönen Abend. Sag mal. Ja, meine Damen und Herren, wir sind schon am Ende unserer Sendung, aber natürlich nicht, ohne dass es zu einem weiteren Highlight kommt, denn unser musikalischer Gast heute ist nicht nur eine ganz, ganz fantastische Sängerin, sondern auch eine ganz liebe Freundin. Und wir haben uns lange bemüht, sie hier in die Sendung zu kriegen und heute Abend ist sie endlich da. Begrüßen Sie mit einem riesigen Applaus Roberta Valentini! Oh. Also, du sagst meinen Namen immer so schön. Oder? Ich meine, ja. Ich lerne jetzt Italienisch. Ich finde, da kann man das mal ein bisschen ausnutzen. Das stimmt, da hast du recht. Sehr gut. Gute Lehrerin hast du da. Vielen, vielen Dank. Roberta, wie geht es dir? Mir geht es gut, danke schön. Und selbst? Auch. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Sehr gut. Du bist mitten wieder in Konzerten. Du hattest letzte Woche schon wieder einige Auftritte. Wie läuft das? Alles gut? Ja, es läuft super. Man merkt, dass die Leute hungrig sind, die Zuschauer hungrig sind, dass wir hungrig sind, dass wir die Bühne, also ich vor allem auch die Bühne sehr vermisst habe und ich genieße gerade irgendwie jeden Moment tatsächlich und es ist einfach, ja, auch unter den Auflagen ist doch einiges möglich, da bin ich sehr froh drum und ja, kann mich sehr glücklich schätzen. Fantastisch. Du hast mit unserem musikalischen Leiter Philipp Gras zusammen einen Titel aufgenommen. Und zwar nicht irgendeinen Titel, sondern einen weltberühmten Titel. Eye of the Tiger ist es geworden. Erzähl uns kurz, warum dieser Titel und wie das für dich war. Na, wenn man sich den Text mal genauer anguckt, sagt er eigentlich auch aus, kämpf weiter, egal was passiert, immer straight nach oben, immer to the top, immer die Motivation haben, einfach an sich zu glauben und nie aufzugeben. Und ich glaube, in der heutigen Zeit passt der Text eigentlich auch ganz gut. Wir haben ihn ein bisschen umarrangiert. Philipp hat sich da echt was Großartiges einfallen lassen, hat da wirklich musikalisch echt nochmal eine Schippe draufgelegt bei dem Song. Und es war wirklich toll, ihn einzusingen und mit Philipp zusammen zu musizieren. Großartig. Dann bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Roberta, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Danke, dass du bei uns warst heute. Sehr, sehr gerne. Ich drücke dir alle Daumen für die Zukunft. Ich hoffe, wir sehen uns. Ach, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Und da, ja, auch, Mann, stimmt, das ist auch schon bald. Da freue ich mich sehr drauf. Herrlich. Ich auch. ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Sehr, sehr gerne. Immer wieder gerne. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, und wir hören jetzt rein zu Philipp Gras am Klavier und Roberta Valentini mit Eye of the Tiger. Viel Spaß! Now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival.
survivors, doxes pray in the night, and he's watching us all in the eye. Of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take to the street for the kill with the skill to survive. Roberta Valentini und Philipp Gras mit Eye of the Tiger. Meine Damen und Herren, schöner kann eine Sendung nicht zu Ende gehen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zugesehen haben und natürlich ein Riesendank auch an unsere großartigen Gäste. Senta, Sophia, Della Ponti alias Unak, der unglaublich charmante Werner Mommsen und die unglaubliche Roberta Valentini. Vielen, vielen Dank, dass Sie zugesehen haben. Meine Damen und Herren, vergessen Sie nicht zu spenden für das Kinderhospiz Stuttgart. Hier sehen Sie wie immer unsere Kontonummer und dort den QR-Code. Sie landen dort direkt auf der Spendenseite des Kinderhospizes. Vielen, vielen Dank. Meine Damen und Herren, eine ganz wichtige Änderung noch am Ende dieser Sendung. Wir melden uns ab sofort immer monatlich bei Ihnen, und zwar am ersten Mittwoch eines jeden Monats. Das bedeutet, am 7.10. sehen wir uns wieder. Wieder mit großartigen Gästen, einem großartigen Peter Stassen, Gesundheitstacheles mit Dr. Biechele und natürlich mit mir, Maximilian Mann. Haben Sie einen wunderbaren Abend. Tschüss! Wer trinkt eigentlich die ganze Zeit mein Whisky?